Im Wald viel Schnee auf kaltes Holz, der tagsüber ein wenig schmolz und nachts gefror zu langen Zapfen, bis auf das schwere Schneeschuhstapfen des durch die Schneeschicht gehenden Schweden, war es still im Wald, der jeden Schritt, der seine Stille störte, durch tausend dunkle Ohren hörte und tausend dunkle Augen sahen, einen alten Schweden nahen und vorübergehen. Er trug bei sich, gut geschliffen, der Griff vom Greifen abgegriffen, eine Axt. Eine von jenen Exemplaren, die in Schweden die gerade 13 Jahre alten Knaben schon vom Staat erhalten. Und durch den Widerstand des tiefen Neuschnees der Polarnacht liefen ein alter Schwede, seine Axt und währenddessen starb ein Lachs. Und Schnee fiel aus dem Firmament auf einen Weg, den der nur kennt, der ihn zuallererst gegangen. Der Schwede und die Axt gelangen schließlich an den Rande einer Lichtung, auf der sich ein kleiner Obelisk aus Stein befand. Und vor dem Obelisken stand, verziert mit Runen und Propanz, ein Schrein, aus dem der Lichterglanz von Kerzen, wie schon jahrelang, die Dunkelheit der Nacht bezwang. Der Schwede trat an den Schrein heran, setzte sich davor und dann zog er sich in aller Ruhe zunächst die schneeverklebten Schuhe und dann den Rest der Schwedentracht aus und stand nun in der Nacht, so wie Gott ihn schuf, und hob die Axt hoch wie zum Gotteslob und murmelte auf Schwedisch jenen Zauberspruch des alten Schweden, so wie sich tausendmal zuvor bei diesem Ritual. Nach den ersten Versen stand der Opa aus dem Schwedenland auf und tanzte wild im Kreise, wobei er weiterhin ganz leise und wie von Sinnen Formeln sprach, um mit der letzten Silbe nach Norden hin sich zu verneigen, sich dem Nordstern nackt zu zeigen, der Götter Augenlicht zu blenden mit unrasierten Männerlenden und einer Axt in seinen Händen, die Zeremonie zu beenden. Da schwang der mystisch aufgegeilte Schwede seine Axt und teilte geradewegs die erste Fichte, die er vor die Klinge kriechte. Des Schweden Schläge jedoch dringen, den stolzen Leib aus Jahresringen, bissen sich durch die Geschichte, machten Ring für Ring zunichte, hackten Kleinholz und den zweiten, zu Holz erstarrte alte Zeiten, als goss aus einem Holzgewitter ein Wirbelsturm aus Regensplitter. Und als der Fichtenstamm hernach mit lautem Krach zu Boden brach, schlug der Schwede weiter auf den ausgenockten Baumstamm drauf. Schwere Schweden, Schläge bebten, Säge, Späne, Schwaden schwebten. Und als der letzte Schlag verklungen, waren auch die Schwaden ganz verschwunden. Und so stand allein im Wald ein Schwede, müde, nackt und alt. Und dort, wo eben noch so stolz die Fichte stand, stand nun aus Holz, formvollendet praktisch ein Musterbeispiel für Design. Das schönste Ende einer Fichte, ein Meilenstein der Schnitzgeschichte, ein Werk von Schweden Axt und Hand und altem Schweden Sachverstand. So ästhetisch, so genial. Ein Regal. Ein Möbelstück, wie es der Schwede seit vielen Jahren so wie jede Nacht zu sich nach Hause trug und dort mit seiner Axt zerschlug. Denn niemand soll die Tradition, die seines Vaters Vater schon mit letztem Atem, als er starb, an seinen Sohn weitergab, kennen. Jene Bund der Schweden, die nur mit einer Axt aus jedem Baum ein Möbel bauen können und die sich selbst IKEA nennen. Eines Nachts jedoch geschah, als alles so wie immer war, etwas Unvorhersehbares. Neblig, kalt und finster war es, als der alte Schwede schwitzend, nackt an einem Tischchen schnitzend, eine Fee im Wald entdeckte, die sich dort vor ihm versteckte. Ertappt schlich sie zum alten Schweden, um diesen dann zu überreden, ihr eine Schrankwand zu kreieren. Sie würde gerade renovieren, dafür hätte er auch drei Wünsche als Belohnung frei. Doch der alte Schwede blieb hart, was sie zur Weißglut trieb. Immer lauter wurde die Fee, erhöhte erst sein Wunschbudget, warf sich dann mit aller Kraft auf den Schweden, der den Schaft der Axt der Fee entgegenschlug, die im vollen Feenflug mit dem Kopf dagegen prallte und unsanft auf den Boden knallte. Und als sie nach dem schweren Schlag im Sterben vor dem Schweden lag, hat die Fee es grad geschafft, bevor sie ward dahingerafft, den alten Schweden mit einem Fluch noch zu belegen. So sollen sein Wirken
und sein Tun. Und alle seine Möbel nun seien von niedrer Qualität und geringer Stabilität, sollen beim Anblick schon erzittern, beim Zusammenbauen splittern, dass sich sogar die stärksten Mannen den Imbus in die Beine rahmen, die Bauernleitungen vertorben, Billy, Sally, Smör und Jorgen und wie immer sie auch heißen, in blanker Hysterie zerreißen, den Nutzer beim Benutzen quälen und immer sollen Schrauben fehlen. Es soll das Holz in seinen Händen zu ausgeschützten Waldbeständen gepressten Spanholzplatten werden. Und Lack soll dieses Leid verbergen. Alle Schubladen sollen klemmen. Die Märkte sollen sie überschwemmen, dass das Elend die vier Wände der armen Kunden weltweit schände, die beim Kaufen unvermessen Fettbull und Hotdogs fressen. Und er lag dann ihren Wunden. Der Fluch ward an die Welt gebunden. Und er wirkt heute noch immer. Wirkt in jedem Kinderzimmer. Kein Ort bleibt von ihm verschont, ob man dort lebt oder dort wohnt. Jedes Teil aus dem blau-gelben Katalog wird noch im selben dunklen Wald am Arsch der Welt vom alten Schweden hergestellt. Und gerade jetzt hebt er die Axt. Und währenddessen stirbt noch ein Lachs.